Guten Abend allerseits, herzlich willkommen zu dieser Online-Masterclass mit Glenn Fittich, welche wir in Zusammenarbeit mit unserem Partner TopCC durchführen. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an die Zentrale vom TopCC und an die einzelnen Weinfachberater. Freut uns sehr, hier Abend zusammenzukommen. Die Zeiten haben sich geändert. Es ist nicht mehr so einfach, Whisky-Events live durchzuführen. Wir haben uns da überlegt, was wir machen können, damit wir diese Experience auch zu Ihnen nach Hause bringen können. Und wir haben heute einen speziellen Gast, das ist Markus Heinze, der ist uns zugeschaltet aus Deutschland. Markus ist seit mehreren Jahren unterwegs für Glenfiddich, der Brand Ambassador. Er ist hauptsächlich in Deutschland, besucht uns 2-3 Mal pro Jahr auch in der Schweiz, um das Whisky-Wissen mit uns zu teilen. Mein Name ist Florin Schmidt. Ich arbeite für den Importeur Detling & Marmot auf dem Portfolio von William Grant & Sons, Glenfiddich und Balvenie. Heute fokussieren wir uns natürlich auf Balvenie. Zuerst kurz einige Infos zum Ablauf, zum Administrativen. Sie sehen rechts unten gibt es eine Möglichkeit zu kommentieren. Und wir laden Sie auch ein, aktiv zu kommentieren, mit uns zu diskutieren, Fragen zu stellen. Sie müssen dafür eingeloggt sein bei Google oder bei YouTube, damit es funktioniert. Einige der Fragen werden wir direkt aufnehmen. Ich werde die Markus zuspielen, damit er sie einbauen kann in die Präsentation. Wir machen einen ersten Teil, ungefähr 60, 70 Minuten und Sie haben alle dieses schöne Sampling-Kit erhalten mit 5 ausgewählten Whiskys. Wir werden die dann der Reihenfolge nach auch degustieren. Wir machen dann einen zweiten Teil, der ist mehr noch fakultativ, wenn es weiter gehende Fragen gibt, die noch im Detail diskutiert werden wollen, machen wir dann im Anschluss an die erste gute Stunde. Markus, der kennt sich sehr gut aus im Whisky. Er ist, wie gesagt, 5 Jahre unterwegs für Glenfiddich. Er war lange auch selber hinter der Bar. Jetzt ist er mehr vor der Bar. Er war auch hinter der Bar in berühmten Hotels in Deutschland. Weiß also viel zu Glenfiddich, kennt sich gut aus im Whisky und auch in den Whisky-Anwendungen. Wir freuen uns auf diese nächste Stunde, 1,5 Stunden. Ich bin auch im Hintergrund. Ich bin da die Fragen am Reinspielen und wir sehen uns sicher am Schluss auch wieder. Bitte kommentiert, fragt, was ihr wollt, was ihr wissen müsst. Schenken Sie sich einen guten Drum ein und ich nehme jetzt einen Spezialisten mit ins Bild. Hallo Markus, schön bist du hier. Freut mich. Ich denke, ich gebe das Wort an dich. Und trinke meinen ersten Whisky. Stage is yours. Schön, dass du hier. Vielen Dank. Sehr schön. Dann begrüße ich Sie alle zu einem sehr besonderen Abend, ein außergewöhnlicher Whisky Wednesday. Das ist natürlich immer der perfekte Tag, der perfekte Anlass, um einen schönen Tropfen zu trinken. Und ich hoffe natürlich, dass ich den Abend für Sie alle so angenehm wie möglich gestalten kann, dass wir ja zusammen sehr, sehr viel über das Thema Glenfiddich in Erfahrung bringen können und dass wir zusammen ein paar sehr, sehr schöne Whiskys verkosten können. Es ist, wie gesagt, schon ein sehr, sehr außergewöhnliches Tasting, weil wir innerhalb von ungefähr, wie gesagt, 60 bis 70 Minuten 5 verschiedene Whiskys verkosten werden. Diese Whiskys sind total unterschiedlich und das ist halt auch so die Besonderheit eines sogenannten Vertical Tastings, so wie wir das heute durchführen, wo wirklich so ein bisschen auf die verschiedenen Facetten unserer unterschiedlichsten Abfüllungen eingegangen wird. Und man sagt es ja so ein bisschen, ja, der krönende Abschluss oder das Beste kommt zum Schluss. Heute werden wir es ganz andersrum gestalten. Wir werden heute das große Highlight, den ganz besonderen Whisky dieses Lineups zuallererst verköstigen. Und dieser Whisky, ich habe auch für Sie eine kleine Präsentation vorbereitet. Florian hat die jetzt gerade schon eingeblendet. Das heißt, anhand von schönen Bildern, anhand von auch so ein bisschen Hinführungen in Richtung dieser jenen Whiskys, die ich schon erwähnt habe oder den ersten, den ich ja bereits erwähnt habe, werden wir dann so ein bisschen
hineintauchen in diese ganze Materie der Herstellung und der Besonderheiten unserer Single Malt Scotch Whiskys. Und ja, dieses besondere Highlight, von dem ich gesprochen habe, ist jenes Highlight, was ja optisch schon mal einen sehr, sehr besonderen Eindruck macht. Normalerweise erzähle ich immer ein bisschen mehr gleich am Anfang, aber ich dachte mir so nach einem ja, langen Tag, heute ist Mitte in der Woche, also wir nennen das immer so ganz liebevoll Bergfest. Ich hoffe, dass Sie das vielleicht auch kennen, den Begriff. Und da braucht man doch mal relativ schneller doch den ersten Whisky im Glas. Und ich habe alle meine Whiskys vorher schon eingeschenkt. Kann man hier schon ganz gut erkennen. Also alle die Whiskys, die atmen jetzt schon gefühlt ja, 15 Minuten circa. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig, all dieweil Whisky braucht halt Zeit, Whisky braucht Zeit, sich zu entfalten. Gerade wenn man einen Whisky frisch aufmacht, wenn man die Flasche frisch aufreißt, ist es doch immer mal so, dass die Aromen noch total wirr im Glas umher irren quasi. Und das ist eigentlich dann für die Sensorik, für die Herangehensweise beim Whisky immer ein bisschen schwierig. Deswegen ruhig immer gerne ein paar Minuten vorher das Ganze schon ins Glas einschenken. Wenn man das jetzt nicht gemacht hat, ist auch gar nicht schlimm, dann gibt es hier und da so noch ein paar Möglichkeiten, dem Ganzen so ein bisschen, wie soll ich sagen, Vortrieb zu geben. Und zwar haben wir ja alle die Option in dem Glas, was wir jetzt hier verwenden. Ich empfehle natürlich immer solche Art von Gläsern, Degustationsgläser, die sich nach oben hin verjüngen. Dadurch haben wir so eine Art Schornsteinwirkung und die Aromen bündeln sich und kommen dann geschlossen dann ja in Richtung unserer sensorischen Fähigkeiten, sprich in dem Fall unserer Nase. Genau, schauen wir das Ganze uns mal an. Wie gesagt, um vielleicht ein bisschen mehr Charakter rauszubekommen, empfehle ich so das Glas so ein bisschen auf die Seite zu legen und so ein bisschen zu drehen. Das mache ich deswegen, weil dadurch vergrößert sich die Oberfläche. Der Whisky, das Destillat, das verteilt sich überall im Glas gleichermaßen und dadurch intensiviere ich die Aromenwahrnehmung. Und wenn ich dann links und rechts rieche, also beide Nasenseiten riechen voneinander unterschiedlich, dann kann ich sowohl in die feinen als auch in die oberflächlichen Aromen eintauchen. Man kann eigentlich überall im Glas riechen. Wichtig ist, dass man sich so selber so seine eigene Herangehensweise sucht. Aber was man immer beachten sollte, ist einfach die Tatsache, dass jeder Whisky doch unterschiedlich ist von Tag zu Tag. Und man kann diesen gleichen Whisky, den wir jetzt auch als erstes probieren, gleich auch morgen noch probieren, übermorgen probieren. Er wird immer irgendwo anders daherkommen, weil wir jeden Tag anders ja, drauf sind. Wir sind abhängig von vielen Faktoren. Wann verkosten wir? Wo verkosten wir? Wie fühlen wir uns? Also alles Dinge, die uns unsere geschmackliche Wahrnehmung, unsere Sensorik extrem beeinflussen. Das nur gleich mal am Anfang, damit man vielleicht so ein bisschen mehr auch so einen Einblick hat in diese ganze Welt der Degustation. Aber wie versprochen, der erste Whisky, im Bild ist er ja schon abgebildet. Ein absolutes Highlight und zwar unser Grand Cru. 23 Jahre. Grand Cru ist ein Whisky, der gehört zur sogenannten Grand Series, also eine Serie, die aus ganz außergewöhnlichen Whiskys besteht. Die ist sehr, sehr neu im Programm und wird noch um einen erweitert, der dann wahrscheinlich im nächsten Jahr dazustößt. Und es wird dann eine Abfüllungsreihe sein von insgesamt drei verschiedenen Grand-Produkten. Der erste ist Grand Reserva, das ist der erste, das ist der 21-Jährige, den man ja so auch schon kennt, also unser klassisches Rumfass-Finish, den wir halt auch nochmal in der Verkostung haben werden. Der zweite ist der Grand Cru und wie gesagt, ein drittes Produkt wird dann halt im Laufe des nächsten Jahres dazustoßen. Genau, was wir hier gemacht haben, würde ich Ihnen sofort erzählen. Erstmal probieren wir natürlich den ersten Schluck Whisky des heutigen Abends. Ich möchte Sie ja nicht so lange auf die Folter spannen. Das Ganze mache ich immer so ein bisschen mit dem Trinkspruch. Und welcher Trinkspruch passt besser als einer von Oscar Wilde? Er hat mich mal gesagt, ich habe einen ganz einfachen Geschmack. Ich bin immer mit dem Besten zufrieden. Und meine Damen und meine Herren, das ist so ein Whisky, den ich ganz klar zu den besten zähle, die ich je probiert habe. Das ist ein absolutes Highlight. Aber wie sagt man auch immer so schön, Überzeugung oder überzeugen muss man sich schon selbst. Also probieren Sie das gute Tröpfchen und dann erzähle ich noch ein bisschen mehr über die Besonderheiten hinter diesem Produkt. In diesem Sinne, auf Ihre gute Gesundheit. Schön, dass Sie mir zuschauen. Slange.
nach wie vor ein absolutes Genussprodukt. Ich habe ihn jetzt schon des Öfteren im Glas gehabt und ich muss immer wieder sagen, er begeistert mich jedes Mal. Es gibt sicher auch Tage, wo ich nicht wirklich an Whisky rankomme oder generell irgendwie nicht an Spirituosen rankomme. Das hat wahrscheinlich jeder von uns irgendwo. Aber auf jeden Fall ist es bei diesem Whisky nicht der Fall, weil der mich immer irgendwo überrascht. Mal ist er ein bisschen fruchtiger, mal ist ein bisschen würziger, aber diese besondere Süße, die jetzt hier ganz klar hervorsticht, sowohl in der Nase als auch dann auch im Geschmack, die ist halt absolut intensiv und bei jeder Verkostung immer irgendwo mit im Spiel. Wir definieren immer das Ganze in Richtung Vanillesüße oder in Richtung von süßen Brioche, vielleicht so ein bisschen auch eine gewisse Fruchtsüße, weiße Trauben, so eine frische oder ja, ein bisschen schon reifere, knackige Birne. Das sind so diese Primäraromen hier, die wir hier bei diesem Whisky eigentlich irgendwo immer herausriechen oder herausschmecken. Manche von uns oder einige würden in dem Fall auch Sandelholz rausschmecken. Das ist natürlich immer ein bisschen spezieller. Da muss man wirklich schon eine sehr, sehr geschulte Sensorik haben. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Das sind alles Dinge, das muss man einfach über Jahre quasi selber sich aneignen. Und je mehr man damit übt, umso besser wird man am Ende des Tages. Wenn Sie solche Sachen nicht rausriechen, rausschmecken, ist das überhaupt nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, das ist alles Ihre Individualität. Also die ganze Wahrnehmung ist sehr subjektiv und es gibt dann halt doch diese Momente, da kommt man einfach nicht auf das Aroma, was irgendwo niedergeschrieben ist, dann ist das so. Dann riechen Sie vielleicht in dem Moment was ganz anderes. So ergeben sich am Ende des Tages halt auch diese ganzen Aromenprofile und darauf kommt es dann auch an. Je breiter natürlich die Aromenvielfalt, umso schöner ist natürlich das Produkt dann natürlich auch zu beschreiben. Was wir bei diesem Whisky gemacht haben, ist eigentlich relativ simpel. Wir wollten einen Whisky machen, der typisch ist für unsere, ja, für unsere klassische, ich muss mal ganz kurz hier unten das hier ausmachen, das stört mich die ganze Zeit, das springt mir immer hier hoch. Wir wollten einen Whisky machen, der so ein bisschen sich abhebt von dem klassischen Whisky, so wie wir ihn kennen. Es ist ein Produkt, was sich so ein bisschen berührt mit dem Luxus der französischen Welt. Das heißt, hier haben wir nämlich eine Kombination aus schottischem Malt Whisky, ein 23 Jahre alter Whisky, gereift in Fässern aus amerikanischer Eiche, also Fässer, wo vorher mal Bourbon Whisky drin war, und Fässer aus europäischer Eiche, jene Fässer, wo vorher mal Sherry drin war. Das Ganze nach 23 Jahren vermehlt und dann nochmal für ungefähr 6 Monate in französische Cuvée-Weinfässer hineingefüllt. Deswegen auch so ein bisschen der Bezug und diese Connection zu Frankreich, also französischer Luxus trifft auch schottischen Luxus und herausgekommen ist ein absolutes Luxusprodukt, mehr oder weniger. Und hier empfiehlt sich natürlich auch so ein bisschen die Feierlichkeit als Anlass, das heißt, man kennt so diese moderne Art und Weise des Feierns, so dieses Flanieren, überall sind kleine Stände aufgebaut und dann verkostet man halt bei unterschiedlichen Anbietern unterschiedliche ja, Produkte, sowohl kulinarisch als auch natürlich in liquider Form. Und das ist hier auch so ein bisschen anders bei diesem Whisky. Er soll natürlich auch so ein bisschen zelebriert werden im Sinne von, was reiche ich dazu? Teilweise empfehlen wir Kaviar, teilweise empfehlen wir eine gute Patisserie, also wirklich tolle, tolle Pralines. Also da ist man eigentlich völlig frei bei der Wahl. Aber auf jeden Fall sollte dieser Whisky ganz klar im Vordergrund stehen. Der soll fokussiert werden und meiner Meinung nach hat er das auch verdient. Also ganz, ganz typischer Whisky an sich, so für Glenfiddich, aber in unserem Segment, in unserem Sortiment eine absolute Bereicherung. Sowas gab es noch nie. Auch dieses Finishing in diesen Cuvée-Casks, also in diesen ganz, ganz seltenen französischen Cuvée-Fässern, ist halt auch eine Besonderheit. Und meiner Meinung nach steht das diesem Whisky sehr gut zu Gesicht. Hier nochmal ein Bild, wie wir uns das so vorstellen. Also wirklich die Flasche schon alleine. Ich habe sie hier auch mal neben mir stehen. Die macht schon extrem viel her. Der Umkarton ist sieht sensationell aus. Wir haben hier 40 Volumenprozent. Das variiert mal von Land zu Land. Manchmal hat er auch 43 Volumenprozent. Hier in Deutschland zumindest hat er 40%. Und ist aber trotzdem ganz, ganz toller Whisky. Der Alkohol ist schön eingebunden. Also er wirkt jetzt nicht mit wie wenig Alkohol, sondern er hat schon eine schöne eingebundene Alkoholik. Also ganz, ganz toller Whisky. Und ich glaube, darauf kann man ganz klar aufbauen für den Rest des Abends.
Die erste Frage, die reinkommt, weiß man, welche Champagnerfässer verwendet werden für das Finishing? Also das Wort mit C ist hier nicht zu erwähnen. Ganz einfach aus dem Grund, weil es natürlich nicht erlaubt ist, irgendwo Champagner oder die Bezeichnung Champagner oder Champagnerfässer irgendwo mit außerhalb der Champagne in Kontakt mit anderen Produkten zu bringen. Also wir sind da auch ganz klar davon ab. Wir werden auch dürfen darüber auch nicht sprechen. Wir dürfen das Wort mit C überhaupt gar nicht erwähnen. Aber wenn die Frage schon aufkommt, es gibt ja nur noch wenige Häuser, die die ihre Fermentation der Grundweine in Holzfässern macht. Und welche es genau sind, das ist natürlich auch irgendwo intern. Und ich glaube, da ist man auch gar nicht so festgelegt. Hauptsache, man hat halt eben diese Fässer, die dann halt irgendwo, in limitierter Form in Frankreich noch irgendwo sich wiederfinden. Aber auf jeden Fall wirklich nur das Beste vom Besten, damit wir unseren Whisky dementsprechend auch sehr gut bereichern können. Ich hoffe, die Frage ist somit beantwortet. Alles Weitere, wie gesagt, steht leider nicht in meiner Macht, das zu beantworten, aber auf jeden Fall ganz, ganz besondere Fässer. Dann würde ich sagen, starten wir, haben noch ein bisschen Whisky im Glas, starten wir mit unserer Reise in die, meine zweite Heimat nach Schottland, und wir befinden uns in der Speyside. Man kann das schon ganz gut hier erkennen. Auf der rechten Seite sieht man hier die Region, in der wir uns befinden. Die befindet sich in Schottland, so im nordöstlichen Bereich. Die Speyside, benannt nach dem River Spey, der sich hier einmal quasi durch diese Region schlängelt und wo ein großer Fluss ist. Man sieht ihn übrigens auch hier im Hintergrund, also ein sehr, sehr schöner Fluss, der sich nicht nur schön anschaut, sondern halt auch einfach ganz, ganz tolle Qualität an Wasser mitbringt, wo sich nicht nur Fische wohlfühlen, sondern wo halt auch ganz gut Whisky produziert werden kann, weil wir brauchen ja Wasser für fast jeden Produktionsschritt bei unserer Herstellung. Und wie gesagt, der River Spey, der Fluss, von dem ich gerade gesprochen habe, ist ja gleichzeitig auch Namensgeber der Region. Und wo halt ein großer Fluss ist, sind meistens immer kleine Flüsse. Hier sieht man das schon, River Avon oder River Fiddich. Und wo ein kleiner Fluss ist, sind meistens auch ganz, ganz viele Quellen. Und das ist, wie gesagt, das für uns sehr, sehr Wichtige, weil Wasser eben eines der Elemente ist, die ganz, ganz wichtig sind eben für die Herstellung unserer Whiskys. Wenn wir ein bisschen weiter reinschauen in die Region, hier nochmal der Fluss ohne diese Karte, kommen wir relativ schnell, wenn man so ein bisschen, wenn man beispielsweise jetzt nach Schottland fliegt und man landet in Aberdeen, fährt man ungefähr eine Stunde und man landet in einem wunderbaren Ort mit dem Namen Dufftown. Und Dufftown ist auch der Ort, in dem wir uns mit unserer Destillerie befinden. Das ist der Ort, der eigentlich am geschichtsreichsten ist. Das heißt, es ist der Ort mit den meisten Destillerien an einem Fleck. Insgesamt kommen wir noch auf 6 verschiedene Destillerien. Das ist, wie gesagt, was ganz Besonderes. Eigentlich sind es nur 7 Destillerien, die wir dazuzählen wollen. Die gibt es leider nicht mehr. So müssen wir halt eine Destillerie von außen mit dazu nehmen, dass wir halt auf diese magische Zahl 7 kommen. Warum machen wir das? Ganz einfach, weil wir uns nach wie vor orientieren an diesem Spruch: Rome was built on 7 hills, but Dufftown stands on 7 stills. Und diese 7 Destillerien, 3 davon gehören zu unserer eigenen Familie, also einmal Glenfiddich, The Balvenie und Kininvie. Und die anderen 3 sind zu Diageo gehörend. Das heißt, wir haben da einmal Mortlach, Glendullen und Dufftown Distillery. Und die 7. Destillerie, die wir uns dazu holen, ist die Alta Ban Distillerie, die halt, wie gesagt, ein bisschen weiter außerhalb liegt. Ja, Dufftown, der Ort des Geschehens. Und für mich persönlich natürlich meine Lieblingsdestillerie. Das war von Anfang an so. Da habe ich noch gar nicht als Markenbotschafter für die Brennerei gearbeitet, aber schon als Gastronom, als ich noch als Barkeeper unterwegs war in verschiedenen Bars in Deutschland, da hatte ich schon die Liebe zu Glenfiddich entdeckt. Und demzufolge natürlich war ich überrascht und auch erfreut zugleich, dass ich dann angefragt wurde, ob ich diesen Job machen möchte als Markenbotschafter. Und die Entscheidung, die hat nicht lange auf sich warten lassen, und innerhalb von kurzer Zeit habe ich mich dann dazu entschlossen. Mittlerweile sind es knapp 7 Jahre, und ich möchte halt diese Aufgabe definitiv nicht missen. So, und das Bild, was Sie jetzt sehen, das ist unsere Destillerie, so wie sie ausschaut. Wir arbeiten 365 Tage, 24/7. Das heißt, sicherlich haben wir auch Maintenance-Phasen, also Reinigungs- und Reparaturphasen, aber sonst wird halt durchgehend produziert. Hier mal ein Bild, so ein bisschen, was auch so für mich persönlich ein ganz, ganz schönes, weil man hier auf diesem Bild auch was sieht, was auf wenigen Bildern eigentlich zu sehen ist. Und zwar
haben wir hier auf diese, in diesem Bereich so ein bisschen eine grüne Plane. Das ist ein LKW und wir lassen unser Malz leider nicht mehr selber produzieren. Das ist bei der Größenordnung einfach nicht mehr machbar. Deswegen müssen wir halt pro Tag ca. 100 Tonnen Malz in Auftrag geben. Das heißt, wir werden mit fertigem Malz beliefert. Das sieht dann so aus. Das heißt, wir haben, muss mal schauen mit der Kamera, dass ich das so ein bisschen hinbekomme. Genau, das ist halt unser fertiges Malz. Und wenn ich jetzt hier reinrieche, strömen mir sofort wunderbare, süße, getreidige, malzige, so brotartige Aromen entgegen. Und das ist halt unser Element Nummer eins. Ohne Malz natürlich, ohne Wasser auch, aber ohne Malz kein Whisky. Und Malz natürlich ein Produkt aus der Gerste. Das wird halt nach unseren Vorgaben halt fertiggestellt und kommt dann halt mit diesen LKWs dann am Ende auch ja an. Und müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass wir immer den Nachschub auch bekommen. Machen wir es nicht, dann würden wir relativ schnell leerlaufen. Das heißt, wir haben pro Woche ungefähr 65 Maischegänge und das sind insgesamt 650 Tonnen, die wir da benötigen. Und deswegen ist es für uns halt eben sehr, sehr wichtig, dass wir immer Nachschub bekommen, weil wir haben ein ständiges Vorkommen an Malz bei uns in der Destillerie von 400 Tonnen. Und wenn man halt so ein bisschen nachrechnet, dann wird man schon darauf kommen, dass man relativ schnell dann irgendwann halt kein Malz mehr hat. Und deswegen ist halt Nachschub extrem notwendig. Hier hinten sieht man auch noch mal so ein bisschen das alte Pagodatürmchen von uns. Auch da noch ein kleiner Hinweis. Früher haben wir unser Malz selber gemälzt, aber irgendwann aufgrund der Größenordnung ist es irgendwann nicht mehr möglich. Das war uns irgendwann bewusst, dass es nicht mehr klappt, weil William Grant, der Gründer, hatte ja eine Vision und die Vision war es, einen Whisky zu machen für jedermann. Und wenn man für jedermann irgendwo da sein möchte, dann muss man natürlich auch Größenordnungen bedienen, die halt solche Sachen dann wie zum Beispiel die eigene Malzproduktion nicht mehr ermöglichen. Winter natürlich wird auch produziert, für uns sehr wichtig. Schnee ist halt ganz, ganz maßgeblich für uns, weil wenn im Winter viel Schnee fällt, dann haben wir dann im Frühjahr beziehungsweise im Frühsommer sehr, sehr viel Schmelzwasser und Schmelzwasser bereichert unsere Quellen. Also nicht nur Regen ist wichtig, sondern auch Schnee, weil wir sagen ja auch bei Regen, today's rain is tomorrow's whiskey. Und wenn wir da irgendwann natürlich Trockenphasen haben, dann wird es mit der Produktion äußerst schwierig. Das ist unsere Destillerie jetzt mal von nahen. Also so, wie es jetzt hier ausschaut, so schaut es immer noch aus. Das sind auch die Gebäude, die wir im Grant, unser Gründer, damals 1886, als wir angefangen haben mit dem Bau der Destillerie, ja, zuerst gebaut hat. Das ist das heutige Family Home hier links, also auch nochmal das Pagodatürmchen hier oben, der alte Kiln von der Melzerei. Hier war früher die Melzerei, wo jetzt hier diese Malzbahn dran steht. Das ist heute ein Restaurant, was sehr, sehr schöne Küche anbietet. Hier rechts daneben sieht man mal von unserer Seite auch so dieses Warehouse Number One, das erste Warehouse, was William Grant damals bauen ließ. Und alles, wie gesagt, noch in dem alten Stil, immer noch traditionell, trotz der Größe von 13,5 Millionen Jahresvolumen an Destillat, was wir produzieren, haben wir es nach wie vor geschafft, auch diesen Charme und diese Tradition beizubehalten. Und das ist halt uns auch weiterhin sehr, sehr wichtig. Jetzt machen wir einen kleinen Abstecher in eines unserer, ja, für mich persönlich unser schönsten Lagerhäuser und das ist Warehouse Number 8. Und jeder, der mal bei Glenfiddich war, der muss unbedingt natürlich eine Führung machen und dann wird er ganz, ganz von alleine im Warehouse Number 8 landen. Und wie es da drin ausschaut, das sieht man im nächsten Bild. Da sieht man nämlich Holzfässer, die man so an sich vielleicht gar nicht jetzt erwartet hätte. Natürlich haben wir in diesem Warehouse auch ganz klassische Fässer, also amerikanische Eichenfässer, Ex-Bourbon, Fässer, die 200 oder 205 Liter fassen. Wir haben europäische Eichenfässer, Ex-Sherry, die fassen dann 500 Liter. Wir haben aber auch Mischgrößen, also viele, viele Fassgrößen, weil jedes Fass wirkt sich unterschiedlich aus Destillat aus. Was wir aber hier auch haben, ist eben dieses sogenannte Solera-Fass. Hier sieht man schon den Aufdruck und dieses Solera-Fass hat eine Füllmenge von 38.000 Litern. Wofür brauchen wir das? Ganz einfach, das brauchen wir für unseren nächsten Whisky. Und der nächste Whisky ist kein anderer als, ich muss mich umdrehen, dieser hier. Und das ist unser Whisky Nummer 2, Glenfiddich 15 Jahre mit dem schönen Zusatznamen Our Solera 15. Und wenn das hier schon auf dem Etikett steht mit Solera 15, dann muss das Thema Solera ja irgendwo halt auch mit im Spiel sein. Und wir nehmen uns den Whisky jetzt mal zur Hand und schauen uns das Ganze jetzt mal ein bisschen genauer an. Von den Noten, wir können ja auch nochmal mit Glas 1 vergleichen. Wenn Sie die Möglichkeit haben, dann ruhig mal miteinander vergleichen. Also man erkennt schon,
dass der Destilleriecharakter ähnlich ist. Also wir sind jetzt nicht irgendwo, wir haben jetzt hier nicht zwei komplett unterschiedliche Produkte. Es sollte immer so sein, dass bei einem Whisky irgendwo der Destilleriecharakter herauszuschmecken ist. Das heißt, wenn man jetzt einen 12 Jahre alten Whisky im Glas hat und einen 30 Jahre alten Whisky von uns im Glas hat, dann sollten diese relativ zumindest von der Charakteristik ähnlich sein. Und das kann man hier ganz gut erkennen. Was wir aber auch erkennen ist, dass der doch ein bisschen intensiver, ein bisschen kräftiger ist, vielleicht als der erste von den Noten. Und das liegt jetzt hier an der Herangehensweise, an der Herstellung. Auch hier wieder, jetzt mittlerweile hat er ein bisschen geatmet, wenn er frisch eingeschenkt wurde, ruhig nochmal das Gläschen drehen, links riechen, rechts riechen und eintauchen in die Welt der Aromen. Also Sie sehen schon, ich muss mich ein bisschen beeilen. Wie gesagt, 5 Whiskys in knapp einer Stunde ist doch etwas sportlich, aber ich weiß, dass 2 Stunden deutlich zu lange wären für ein Whisky-Tasting auf einem Mittwochabend, deswegen denke ich mal, hoffentlich kommen Sie da auch mit meiner Sprachgeschwindigkeit auch hinterher oder klar. Sollte da irgendwas unklar sein oder Sie irgendwas überhört haben oder ich zu schnell geredet haben, bitte lassen Sie es mich wissen, damit ich da nochmal drauf reagieren kann. So, hier, okay, Frage, die würde ich gerne kurz noch vorher beantworten. Ich habe gehört, dass die Destillerie aktuell erweitert wird. Was wird da neu gebaut? Eine gute Frage, komme ich ganz gleich drauf zu sprechen, wenn wir uns so ein bisschen die Destillerie anschauen. Auch hier habe ich natürlich ein paar Bilder mit dabei. Da würde ich die Frage nochmal hinten anstellen und dann einfach nochmal darauf zurückkommen. Glenfiddich 15, einer unserer klassischen Core-Range-Produkte, also unser Basisprodukt nach den 12 Jahre alten Glenfiddich, der meistverkaufteste Malt Whisky von unserer Destillerie. Auch ein Whisky, der es geschafft hat in den Top 10 der meistverkauften Single Malt Whiskys aus Schottland. Probieren wir das Ganze. Auch hier natürlich ein kleiner Trinkspruch. Sehr facettenreich vom Aroma her. Da passt ein Trinkspruch von Ernst Ferstl. Er hat nämlich gesagt, wer mit offenen Augen durchs Leben geht, dem eröffnen sich Wunder über Wunder. Und für mich ist dieser Whisky wirklich ein Wunder, weil es sind so viele Aromen, die hier zum Vorschein kommen, dass man gar nicht anders kann, als von Wunder zu sprechen. Ein Wunder, ein aromatisches, sensorisches Wunder der Natur. Slange. Vielleicht haben Sie jetzt gesehen, dass ich den Whisky so ein bisschen hier ja, im Mund verweilen lasse. Auch das ist sehr wichtig, weil teilweise sind doch die Alkohole so ein bisschen spitzer. Und wenn man da jetzt zu schnell das Ganze trinkt, dann hat man oft die Problematik, dass sich hier drin das alles so ein bisschen zusammenzieht. Das ist halt ein typisches Normal, das ist normal. Wir sprechen bei Whisky, bei Fassreifung auch von ganz viel Tannine. Und Tannine, die sind halt so ein bisschen astringierend, trocken. Und zusammen mit dem Alkohol könnte es dann hier unangenehm werden. Deswegen lasse ich den Whisky wirklich überall im Mund verweilen. Das heißt, die Mundschleimhaut, die zieht sich dann sozusagen die Alkoholspitzen und die Aromaspitzen raus. Und das, was dann den Gaumen passiert, das ist halt viel angenehmer. Also ruhig eine Weile im Mund verweilen lassen, ein bisschen damit spielen, ein bisschen hin und da schieben, hin und her schieben, dann wird das Ganze viel, viel angenehmer für all diejenigen, die da schon mal schlechte Erfahrungen mitgemacht haben. So, hier, wie gesagt, sehr, sehr viele Aromen, die aufeinandertreffen. Wir haben leichte, würzige Aromen, wir haben süße Aromen, Honignoten, wir haben bisschen Trockenfruchtnoten in Richtung Rosine. Wir haben ein bisschen Ingwer vielleicht mit dabei. Also wirklich ganz, ganz viele Facetten, die hier aufeinandertreffen. Wie machen wir diesen Whisky? Und zwar sieht man das hier ganz gut anhand dieses Bildes. Wir verwenden eigentlich insgesamt 3 verschiedene Fasstypen. 2, die relativ gleich sind. Und nochmal ein komplett anderes Fass. Also die hier links, das sind Fässer aus amerikanischer Eiche Ex-Bourbon. Hier links sind ganz, ganz, das sind Fässer, die wurden schon mal verwendet. Das heißt, das sind halt Fässer, in denen vorher mal Bourbon Whisky natürlich auch gereift wurde in Amerika. Wir bekommen die Fässer natürlich dann rübergeschickt, sobald die Amerikaner ihren Bourbon Whisky drin reifen lassen haben. Warum machen die das? Weil die dürfen ja laut amerikanischem Gesetz seit 1964 die Fässer nur einmal verwenden. Danach sind die Fässer für die Amerikaner wertlos und wir sind natürlich dankbare Abnehmer, weil die Fässer noch voller Energie, voller Kraft, voller Aromen sind. Und da sind wir natürlich erfreut, dass wir die dann halt sofort dann auch im Anschluss bekommen. Also wir haben im Endeffekt diese Fässer, dann haben wir daneben diese hellen Fässer, das sind ganz neue Fässer aus amerikanischer Eiche, da war vorher noch nie was drin. Und wir haben hier rechts europäische Eichenfässer, da war vorher mal Oloroso Sherry drin. So, und diese Fässer, die sind alle, also diese
Und diese, also links und rechts, sind mindestens 15 Jahre gereift. Und jetzt muss man sich das prozentuell so vorstellen, dass wir für unseren 15 Jahre alten Glenfiddich, den wir gerade probiert haben, nehmen wir 20% Fässer aus europäischer Eiche, hier die rechts, wo vorher mal der Oloroso drin war. Und wir nehmen 80% diese Fässer, amerikanische Eiche Ex-Bourbon, auch mindestens 15 Jahre alte Destillate, wo der Whisky schon 15 Jahre in diesem Fass liegt. Von diesen 80% hier auf der linken Seite nehmen wir nochmal 10% weg und füllen diese 10% nach der klassischen Reifung für 15 Jahre hier in diesen Fässern nochmal für ein paar Monate in die ganz neuen Fässer. Ganz neue Fässer nimmt man nur für kurze Zeit, weil wenn man die zu lange nutzt, dann sind die zu intensiv, dann geben die zu viel Gerbstoffe ab, dann sind die zu holzig, zu kräftig, und das ist halt, das steht dem schottischen Whisky beileibe nicht so gut. Und deswegen wirklich nur für ein paar Monate in diese neuen Fässer, und danach führen wir eben diese jetzt nur noch 70, 10 und 20% in dieses große Solera-Fass. Das sieht man hier nochmal so ein bisschen in der Grafik. In der Mitte ist das große Solera-Fass, dann diese verschiedenen Fässer, also amerikanische Eiche 80%, davon 10% für ein paar Monate in den neuen Fässer, amerikanische Eiche und 20% europäische Eiche. Das Ganze in das Solera-Fass, das haben wir 1998 das erste Mal gemacht. David Stewart war damals der Pionier, der das erstmalig für schottischen Whisky angewandt hat, nach spanischem Prinzip. Und seit 1998 ist das Fass immer mindestens zur Hälfte gefüllt. Das heißt, wenn wir 50% rausnehmen, füllen wir wieder auf mit 70, 10 und 20%. Dann warten wir wieder, dann wird wieder 50% rausgenommen beim nächsten Batch. Und das, was wir rausgenommen haben, geht nochmal für ein paar Monate in solche Fässer. Das sind sogenannte Verheiratungsfässer. Die haben eine Füllmenge von 2000 Litern. Und dort wartet er dann auf seine Abfüllung. Das zum Glenfiddich 15 Jahre. Natürlich spielt auch der sogenannte Angel Share eine Rolle. Eben Alter, Reifung, das braucht halt natürlich auch Veränderung, und Fässer sind alle atmungsaktiv. Das heißt, wir haben eine gewisse Porosität im Holz. Damit kann Sauerstoff von außen ins Fass, kann die Aromen komplett verändern. So eine Art Oxidation. Und wenn was von außen nach innen kommt, kann natürlich auch von innen was nach außen. Und das ist der Alkohol, der sich in Schottland verflüchtigt. 1,5 bis 2% übers Jahr. Und wenn man das hochrechnet, dann muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man nicht Gefahr läuft, irgendwann nach einigen Jahren dann ein leeres Fass stehen zu haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir solche alten oder solche Steinlagerhäuser haben. Also Lagerhäuser, die aus Stein gebaut sind, weil dort haben wir perfekte Bedingungen für die Reifung von Whisky. Dort ist der Angel Share deutlich geringer als in Fässer oder in Lagerhäusern, die halt wirklich dünnwandig sind, schnell gebaut werden. Also das ist immer der schöne Unterschied. Glücklicherweise haben wir sehr viele von diesen Lagerhäusern, und deswegen halt sind wir in der Lage, auch diese ganzen alten Whiskys für 50 Jahre, teilweise auch 60 Jahre reifen zu lassen. Ganz kurz vielleicht so die Herrschaften, wenn ich die vorstellen darf, die für uns die größte Rolle spielen. Auf der linken Seite ist William Grant, unser Gründer. Auf der rechten Seite nochmal William Grant mit seiner bezaubernd anmutenden Frau Elizabeth Duncan. Dann Elizabeth Grant, dann natürlich irgendwann, als sie dann verheiratet waren, hatten zusammen insgesamt 9 Kinder, 7 Söhne, 2 Töchter, die natürlich dann entscheidend daran beteiligt waren, dass die Destillerie auch innerhalb eines Jahres gebaut wurde. Hier sieht man so ein bisschen mal die Destillerie, so wie sie noch nicht stand. Das heißt, das ist die Region, wo heute die Destillerie steht. Das ist in Dufftown. Also hinter uns liegt jetzt quasi Dufftown, und vor uns sieht man hier auf der rechten Seite so ein Gebäude. Das ist the New Balvenny House. Das ist das Areal, wo heute die Balvenny Destillerie steht. Ein paar Jahre später steht die Glenfiddich Destillerie, wie gesagt, 1886 gebaut, und innerhalb eines Jahres floss dann auch der erste Tropfen Whisky aus unseren Brennblasen. Damals natürlich noch sehr, sehr manuell das Ganze, also wirklich alles noch Handarbeit. Hier sieht man auch mal, und das ist halt das Spannende, was ich erst schon gezeigt habe, hier sieht man mal diese Destillerie oder die Melzerei und den Kiln, was heute das Restaurant ist und das Family's Home ist, hier noch komplett in Arbeit. Also wirklich, da sieht man noch die Melzböden hier, diese verschiedenen Fenster von der Melzerei. Daran ist heute nicht mehr zu denken, aber wir haben das Gebäude der damaligen Zeit beibehalten, wir nutzen es und alles noch in dem Charme, so wie wir das von früher kennen. Und das macht für mich persönlich schon alleine diese Marke so besonders. Wir sind Familienbetrieb, und das gibt uns halt extrem viele Möglichkeiten, und da achten wir natürlich genau auf solche Dinge, dass wir da nicht irgendwo zu sehr in die Industrie abrutschen, dass das irgendwann den Charme verliert, weil schottischer Whisky ist mehr als irgendwie nur Whisky produzieren. Da
ist Geschichte dabei und die wollen wir halt auch weiter in die Zukunft tragen. Unsere Mitarbeiter der damaligen Zeit, man sieht hier ganz links im Bild, sieht man William Grant hier mit seinem Zylinder und seine Mannen, seine Mitarbeiter, unter anderem auch seine Söhne, die halt schon damals überall in den verschiedenen Bereichen tätig waren, damit sie natürlich auch das Handwerk des Whisky-Machens erlernen. Heute haben wir in Dufftown selber ungefähr knapp 200 Mitarbeiter, aufgeteilt auf unsere drei Destillerien. Ist immer noch, finde ich, sehr wenig für so eine große Destillerie. Dazu gehören natürlich auch ein paar Guides und Meshman, Stillman bei Balvenie zum Beispiel. Also es ist ein schönes, übersichtliches Team, aber wirklich jeder arbeitet mit sehr viel Herzblut und Leidenschaft. So ein paar vielleicht noch Punkte zur Geschichte. Also 1886 habe ich gerade schon erwähnt, da ging das Ganze los. 1909 wurde eigentlich der Glenfiddich Whisky erstmalig so ein bisschen in diese offene Welt rausgetragen. Man hat sich so ein bisschen bekannt gemacht, aber natürlich diesen Whisky als Malt-Whisky gab es halt natürlich noch nicht über die schottischen Grenzen hinaus. Dann 1923, Prohibition, man kennt das, da gab es natürlich immer die Problematik, dass gerade in Amerika Whisky trinken verboten wurde, unter Strafe gestellt wurde, Alkohol trinken verboten wurde. Wir haben versucht, trotzdem Wege zu finden, Whisky weiter zu produzieren. Teilweise durch Al Capone ist der Whisky trotzdem nach Amerika gekommen. Also man hat da nie irgendwo resigniert, man hat da nie irgendwie aufgehört, an sich zu glauben. Auch wenn man halt alles aus eigener Tasche erwirtschaftet hat, hat man, die Vision, diesen Whisky oder diesen Whisky zu produzieren für jedermann, einfach bekannt zu werden weltweit, niemals aufgegeben. Wichtig natürlich das Jahr 1961 beziehungsweise 63, wo wir dann halt erstmalig mit Malt Whisky Marketing betrieben haben weltweit, wo wir halt Malt Whisky als Kategorie auf der ganzen Welt dann salonfähig gemacht haben. Wir waren vielleicht nicht die, oder es gab vorher sicherlich auch schon die ein oder andere Flasche Malt Whisky oder Whisky, schottischen Whisky in der Welt zu finden, aber so richtig Werbung, so richtig die Werbetrommel gerührt, haben wir damals 1963 hier oben. Sandy Grant Gordon war derjenige, der dafür verantwortlich war, einer der Nachkommen von William, der hat die Entscheidung getroffen, wir sind besser geworden, wir sind runder geworden, der Whisky schmeckt deutlich angenehmer, als er noch vor ein paar Jahrzehnten geschmeckt hat. Jetzt ist Zeit, diese Kategorie weltweit wirklich bekannt zu machen, bekannt herzumachen und dem Blended Scotch, der bis dato halt sehr erfolgreich war, Paroli zu bieten. 68 kam unser Hirsch als Logo mit auf die Flasche. Wir haben ja Glenfiddich, den Namen aus dem Gälischen übersetzt, bedeutet das Tal der Hirsche, und deswegen lag es sehr nahe, dass man natürlich auch den Hirsch dann als Markenzeichen dann mit für die Flasche verwendet. 69 wurde das erste Visitor Center im schottischen Whisky-Business aufgemacht. Und man war damals überrascht, mehr oder weniger, dass man überhaupt Touristen hatte, die sich halt eine produzierende Anlage anschauen wollten. Aber man hat daraus dann doch irgendwo halt auch eine Marketing-Sache gemacht und hat gesagt, okay, wenn sie schon kommen, dann machen wir es denen richtig schön, dann, dass sie sich auch wohlfühlen, wenn die hier zu uns kommen und sich den Prozess anschauen. Hier noch ein Bild von der ersten Flasche. Wir haben diese dreieckige Flasche, damals kreiert von Hans Schläger, einem Deutsch-Briten, der sich gedacht hat, ja, runde Flaschen gibt es schon, eckige Flaschen gibt es schon. Wir wollen auffallen, also machen wir was genau dazwischen liegt, eckige Flaschen. Und jede Seite dieser Flasche steht halt für eines der Elemente, die ich halt benötige, um Whisky zu produzieren. Wasser, Getreide und schöne, frische, schottische Luft. Genau, das nochmal so die ersten Artikel, die rausgekommen sind, und man musste natürlich da schon sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, aber man hat relativ schnell die richtigen Knöpfe gedreht und somit wurde dann halt eben diese Kategorie dann wirklich, wirklich bekannt, und wir leben alle heute noch davon. Das Angebot heutzutage ist natürlich auch mitunter darauf zurückzuführen, dass wir damals auch so ein bisschen Pionierarbeit betrieben haben und unseren Glauben an uns selber und an die Kategorie nie verloren haben. Nochmal ein kleines Bildchen von alten Zeiten, von der heute das, wie gesagt, das Restaurant, damals eben diese Melzerei. Genau, 74, auch ein ganz, ganz besonderes Jahr, da wurden wir ausgezeichnet mit dem Queen's Award. 98 haben wir uns gerade angeschaut, das Thema Solera-System wurde damals etabliert von David Stewart, einem der größten Whisky-Experten im schottischen Whisky-Business und so weiter und so fort. Hier nochmal so ein paar Fotos, ein paar Profilbilder von unseren Maltmastern. Also das sind diejenigen, die halt dafür verantwortlich waren und sind für unsere Whiskys, die halt die Whiskys machen.
ganz oben links William Kwan selber, dann sein Sohn John, dann Gordon, Hamish und David Stewart, der 1974 Mordmaster wurde. Und seit 2009 haben wir Brian Kinsman, der halt jetzt die Geschicke der Destillerie als Mordmaster führt. Hier beide nochmal zusammen abgebildet, David Stewart und Brian Kinsman, zwei Koryphäen, die es echt verstanden haben, richtig guten Whisky zu produzieren. Apropos richtig guter Whisky, wir haben natürlich auch versucht, so ein bisschen das Sortiment dementsprechend zu gestalten, dass man vor allem so ein bisschen was dabei hat. Und der nächste Whisky ist unser 18 Jahre alter Glenfiddich Small Batch Reserve. Mein absoluter Lieblingswhisky, den ich immer trinken kann. Also das ist ein Whisky, der passt zu jeder Gelegenheit, der passt in jede Jahreszeit und stellt für mich auch keine Fragen, wenn ich mal nach einem gestressten Abend oder nach einem gestressten Tag nach Hause komme, dann brauche ich auch meine Ruhe. Und es ist so ein Whisky, der lässt mich auch in Ruhe, der hinterfragt nicht, der lässt mich einfach nur genießen. Und das ist manchmal doch mitunter ganz, ganz vorteilhaft. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Auch hier wieder gerne ruhig einen ganz kleinen Schwenk geben. Kurz hinterher, ich puste dann immer wieder rein, damit die aufsteigenden Aromastoffe und Alkohole vor allem nicht zu prägnant sind. Deswegen puste ich sie wieder zurück auf die Oberfläche und dann habe ich die schöne Bandbreite an Aromen, die diesen Whisky so besonders machen. So ein bisschen der große Bruder vom Glenfiddich 18 Jahre, aber durchaus sehr, sehr angenehm. Sehr, sehr gereift, also schöne oxidative Noten mit dabei. Das Holz hat einen tollen Eindruck hinterlassen. Probieren wir das Ganze. Kleiner Trinkspruch. Diesmal von, wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen hin in, ja, bleiben nochmal bei Ernst Ferstl. Er hat auch gesagt, die Zeit, die wir uns nehmen, ist die Zeit, die uns etwas gibt. Und ich glaube, das sieht man bei diesem Whisky sehr, sehr gut. Wenn man sich 18 Jahre Zeit lässt, dann bringt uns das sehr, sehr viel. Das Ergebnis ist einfach unübertroffen. Slange. Sehr, sehr schön. Wirklich smooth. Holz ist da. 40% Alkohol merkt man schon. Aber immer noch sehr angenehm. Ist für mich heute ein sehr, sehr schöner Tag, um Whisky zu trinken. Also die Whiskys, die kommen sehr, sehr gut rüber. Liegen sehr gut auf der Zunge, also wirklich sehr, sehr schön, angenehm zu genießen. Was ist gemeint mit Small Batch? Das erklärt sich auf den nächsten Slides. Wir haben hier eine Zusammenstellung auch wieder, das ist immer das Schöne an der ganzen Sache, wir können hier so auch die Fässer abbilden, wie wir sie auch verwenden. Wir verwenden bei diesem Whisky auch wieder amerikanische Eichenfässer ex-Bourbon und europäische Eichenfässer ex-Sherry. Riecht man auch hier wieder eine schöne Harmonie in der sensorischen Note. Das heißt wirklich, kaum irgendwo Ecken, kaum irgendwo Kanten zu erriechen. Und das ist deswegen, weil wir halt wirklich mit diesen beiden Komponenten amerikanische Eiche und europäische Eiche zusammenarbeiten. Im Verhältnis ca. 80-20. Hier keinen neuen Fässer mit im Spiel, aber hier ist dennoch ein drittes Fass abgebildet. Also in der Mitte haben wir die amerikanische Eiche ex-Bourbon, hier rechts die europäische Eiche ex-Sherry, die kennen wir schon vom Whisky davor. Und hier haben wir auch ein Fass aus amerikanischer Eiche, doch deutlich breiter. Wenn wir können aus diesem Fass hier in der Mitte zwei Fässer machen, dann sieht das so aus. Das heißt, zwischen jeder Daube kommt halt nochmal eine weitere Daube und dann wäre natürlich wird das Fass deutlich breiter. Das gibt uns einen ganz anderen Holzkontakt und dann holen wir dann uns zum Beispiel eine ganz prägnante Note von Zimt aus dem Holz. Zimt ist halt auch ein Aromastoff oder, ja, ist halt, wie soll ich es erklären, ist halt auch ein Charakter, der im Holz halt irgendwo verfügbar ist. Und wenn man das Holz natürlich dementsprechend ausreizt, kann man mitunter halt auch so ein bisschen eine Zimtcharakteristik rausbringen oder rausziehen. Und das haben wir bei dem 18 Jahre alten Glenfiddich für meine Begriffe schön, schön dabei. Sekunde. Genau, da ist das gute Stäffchen. Ne? Also hier nochmal an der Flasche. Small Batch heißt jetzt das Folgende, wenn wir diesen Whisky machen, machen wir nur eine ganz kleine Auflage, wir machen ein Batch, ein kleines Batch und dieses Batch besteht aus insgesamt 150 Fässern. Diese 150 Fässer, so wie Sie gerade die gesehen haben, die werden miteinander vermählt und kommen dann in solche Fässer wie hier hinter Brian Kinsmans zu sehen. Also auch wieder relativ große Fässer, die auch gar nicht mehr für die Reifung zuständig sind, sondern wirklich nur noch, um sie halt zu verheiraten, um sie zu vermehlen. Und dort bekommt er nochmal so eine Art Ruhepause und wird dann in dieser limitierten Auflage von 150 Fässer maximal zusammengebracht.
Das ist Small Batch und deswegen steht auch auf jeder Flasche diese kleine Nummer hier oben hinten drauf. Sieht man hier. Ist gar nicht so einfach. Da. Unten steht die Nummer. Genau, hat man aber hier beim ersten Slide auch schon gesehen. Gehen wir nochmal kurz zurück. Das war hier und zwar, hier sieht man Nummer, das ist Batch Nummer 3387 und so steht das dann auf jeder Flasche, sodass man halt wirklich erkennen kann, aus welchem Batch jetzt dieser Whisky stammt. So, jetzt nochmal so ein bisschen natürlich auch in die Richtung Distillerie. Hier sehen wir unsere Distillerie, wie sie eigentlich ausschaut, wenn man halt zu uns zu Besuch kommt und hier sind auch die wesentlichen Gebäude, die für uns relevant sind, abgebildet. Es wird gerade natürlich auch, es gibt eine Erweiterungsphase, das heißt, wir haben wie fast jede Distillerie auch unser Produktionsvolumen vergrößert. Wir haben ein neues Stillhaus gebaut. Dieses neue Stillhaus befindet sich jetzt hier in diesem Bereich hinter dem alten Stillhaus. Wir hatten bis dato immer schon zwei Stillhouses, also zwei Brennhäuser gehabt. Eins bleibt immer noch bestehen, das ist das hier vorne. Und das hintere, das hat man nie wirklich besichtigen können, das haben wir zurückgebaut und haben diese Brennblasen, die da drin waren, halt in das neue Brennhaus, was jetzt separat neu gebaut wurde, auch in dem alten Stil, wie man ihn schon kennt von Glenfiddich, haben wir die dort quasi mit reingebracht. Somit haben wir halt auch natürlich eine Produktionsvergrößerung, wir haben deutlich mehr Brennblasen, sehr, sehr viel, also wir sind dann ungefähr knapp bei 51 Brennblasen, bei 48 Washbacks, wir haben dann 4 Mesh-Tanks haben, also wir sind nicht, also es ist nicht klein, aber wir können auch gar nicht anders, weil die Nachfrage so groß ist, dass wir demzufolge die Entscheidung getroffen haben, auch für die Zukunft natürlich, dass wir unsere Kapazitäten deutlich erhöhen. Ob wir das komplett ausnutzen, das müssen wir halt schauen, aber wir hätten die Option, dies natürlich zu tun. Und dadurch, dass wir auch einen eigenen Blended Scotch produzieren mit Crans, da brauchen wir auch relativ viel Glenfiddich Whisky, lag es auf der Hand, dass man natürlich dann auch wie dementsprechend die Kapazitäten vergrößert. Mesh House. Verantwortlich dafür ist Willie McDonald, auch einer der langjährigen Mitarbeiter, wie viele von unseren Mitarbeitern. Er steht jetzt hier mal vor so einem Washback, alle aus Douglasienholz, alle handgefertigt in Dufftown. Da gibt es eine eigene Mesh-Tannen-Produktion. Auch ein schöner Schritt, wo wir halt, hier sieht man auch das nochmal so von früher, wie es mal ausschaute, also auch da schon das Thema Holz. Wir hatten eine Zeit lang auch mal Edelstahl-Washbacks, die haben wir jetzt ausgetauscht und haben sie durch Holz-Washbacks ersetzt, weil wir halt nach wie vor an diese ganzen Prozesse im Holz glauben, dass sie uns halt auch mehr bringen als das Edelstahl. Destillation, natürlich auch eine relativ wichtige Sache. Die Washbacks sind ja für die Vergärung verantwortlich. Dort entsteht halt der erste Alkohol mit ungefähr 9 bis 10%. Und dort entsteht halt auch unser Destilleriecharakter. Also aufgrund unserer mittleren Fermentationszeit von 72 Stunden bekommen wir ein sehr, sehr fruchtiges Destillat. Grasig, leicht grasig, aber in Richtung Birne tendieren von den Fruchtnoten. Sehr klar, sehr angenehm. Und wenn man das mal probiert, dann wird man das halt auch ganz klar bestätigen können. Das ist ein super schönes, reines Destillat mit ganz, ganz tollen, fruchtigen Noten. Aber nicht zu übertrieben fruchtig, auch nicht zu malzig, sondern wirklich genau der goldene Mittelweg, den wir da gehen. Und das zeigt sich natürlich auch im Destillat. Wir haben bei uns auf dem eigenen Gelände eine eigene Kupferschmiede. Verantwortlich dafür war früher mal dieser Herr, Willie McLachlan, und der hat den noch jetzt tätigen Kupferschmied Dennis McBain angeleitet und eingearbeitet. Das ist Dennis in seinen früheren Jahren. Also er hat wirklich diesen ganzen Prozess der Brennblasen, so wie wir sie heute kennen, weiterentwickelt. Er lebt diese Arbeit und sagt immer, wenn er vor so einem Spirit Safe steht, wo halt das Destillat durchläuft beim Brennprozess, dann sieht er im Endeffekt die Früchte seiner Arbeit durch dieses Spirit-Safe rinnen. Und das ist für ihn die größte Bestätigung, dass das, was er gemacht hat im Laufe seiner Zeit, was mitunter nicht immer einfach war, das Richtige war. Auch mittlerweile neue Auszubildende oder neue Kupferschmiede, die tätig sind, George Singer hier abgebildet. Und da sieht man auch nochmal so ein bisschen unsere Brennblasen im Hintergrund. Wir haben verschiedene Brennblasen. Früher waren die alle so ein bisschen mehr oder weniger genietet und aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt. Heute ist das Ganze natürlich deutlich angenehmer, runder, klassischer, geradliniger, glatter halt auch von den Oberflächen her. Das ist unser Haupt-Stillhouse hier, unser Brennhaus. Und hier sieht man auch diese Brennblasen, die wir verwenden. Hier im Hintergrund sind die sogenannten Wash-Stills. Für die erste Destillation hier vorne die Spirit Stills, für die zweite Destillation. Wir arbeiten mit zwei unterschiedlichen Spirit Stills. Links die Lamp Still,
bringt kräftig intensiven Alkohol, lämmt die Borste hier rechts, bringt uns einen leichten, fruchtigen, floralen Alkohol. Nach der ersten Destillation werden die Lowwines aufgeteilt, einmal in diese Brennblasenform und einmal in diese Brennblasenform. Und am Ende wird das wieder alles zusammengeführt und somit haben wir auch hier einen sehr ausgewogenen Spirit-Charakter. Die Fassreifung ist natürlich auch relevant. Wir haben auf eigenem Gelände eine eigene Küferei, also somit sind wir wirklich in der Lage, für 100% Qualität zu sorgen. Und das ist das, was für uns halt das A und O ist, weil 60-80% von dem, was wir riechen und schmecken beim Whisky, kommt eben von jener Fassreifung. Gut. Das nächste, was jetzt natürlich für uns wichtig ist, ist der nächste Whisky, den wir jetzt gleich verkosten werden, der auch natürlich so ein bisschen mit dem Thema Fassreife verknüpft ist, wie fast jeder unserer Whiskys, weil die Whiskys lagern halt alle mindestens 12 Jahre bei uns in den Fässern. Es gibt gewisse Ausnahmen, wo wir halt auch mal kein Alter draufschreiben, beispielsweise bei den sogenannten Non-Age-Statement-Whiskys. Dann sind die dort ein bisschen jünger natürlich. Aber heutzutage ist es doch so, dass die meisten nach wie vor immer noch mit einer Altersangabe bei Glenfiddich vor allem auf dem Label erscheinen. Wichtig ist dabei natürlich, dass wir hier kurz dazu sagen müssen, dass diese Flasche, die so wie wir sie hier kennen, ist eigentlich nur so ein bisschen Top Secret. Also sie sind die Ersten, die das so heute zu sehen bekommen. Und das wird sozusagen ähnlich wie bei beispielsweise jetzt hier unserem Grand Cru und bei dem 12er und 15er, den wir jetzt vor kurzem neu aufgelegt haben von der Optik, wird es halt auch beim 21-Jährigen eine neue Optik geben und so wird die dann zukünftig ausschauen und sie fließt dann 1:1 halt auch mit dem Grand Cru, also dem Whisky, den wir heute als erstes probiert haben, halt mit in eine Linie. Aber super schön für meine Begriffe und widerspiegelt halt einfach auch die Besonderheit dieses Whiskys. Nehmen wir uns den Whisky mal zur Hand. Hier merkt man natürlich auch wieder, der Destilleriecharakter von Glenfiddich ist sehr, sehr gut zu spüren, wieder zu erkennen. Aber es schleicht sich hier eine Charakteristik ein, die so ein bisschen atypisch ist. Also hier ist irgendwo was mit im Spiel, was man so an sich jetzt bei den Whiskys davor noch gar nicht irgendwo in der Aromatik vorweisen konnte. Und dieser Whisky, um den es jetzt geht, hier kann man das auf dem Bildschirm ganz gut erkennen, hat ja den Namen Reserva Rum Cask Finish. Und hier geht es ganz klar um das Thema Rum. Also Whisky und Rum sind von der Typizität her relativ ähnlich und es macht durchaus Sinn, da einfach auch mit den Fässern zu spielen, mit den Destillaten zu spielen. Das heißt jetzt nicht, dass wir einen Whisky oder dass wir Rum in den Whisky kippen. Das wäre A, nicht erlaubt und B, wäre das auch taktisch unklug. Und deswegen arbeiten wir natürlich hier auch mit Rumfässer. Wir haben ja sehr, sehr viele Fässer. Wir haben Rumfässer, wir haben Weinfässer, wir haben Bierfässer, wir haben Malaga-Fässer, also verschiedene Fässer, die es da gibt und Rum sind halt eben Fässer, die werden nach wie vor immer noch nicht zu oft verwendet, weil es doch ein bisschen tricky ist, mit diesen Rumfässern zu arbeiten, aber wir arbeiten schon sehr, sehr lange mit Rumfass-Finishings und demzufolge ist dieser Whisky schon so ein alter Hase. Und dieser Whisky wird von der Zusammensetzung her, ich glaube, habe ich diese Bilder hier mit dabei? Ich glaube nicht, macht aber nichts. Erkläre ich Ihnen sehr, sehr gerne ausführlich. Auch hier wieder die klassische Herangehensweise, so wie wir sie schon kennengelernt haben heute im Laufe des Abends. 80% Fässer amerikanische Eiche Ex-Bourbon treffen auf 20% Fässer europäische Eiche Ex-Sherry. Diese werden wieder miteinander vermehlt und anschließend geht das Ganze für 4 bis 9 Monate in ehemalige Rumfässer. Hier im Bild kann man die Rumfässer schon erkennen. Das sind normale Fässer, so wie wir sie auch verwenden. Also amerikanische Eichenfässer sind das. Neue Fässer. Wir beziehen den Rum aus der Karibik, einen Rumblend, der wird extra für uns produziert, circa 3 Jahre alt. Der Rum geht in die Fässer für ein paar Monate, dann geht der Rum wieder raus. In der Zwischenzeit hat sich der Rum von der Charakteristik im Holz abgespeichert und sofort geht eben diese Vermehlung 80-20, die ich gerade schon erwähnt habe, hinterher und zieht sich jetzt aus der Holzstruktur, aus dem Holz, diese Aromen, die der Rum hinterlassen hat. Und dadurch bekommt er in den 4 bis 9 Monaten Finishing-Zeit eben diese schöne Charakteristik von Rum. Der Rum, den wir verwenden, ist ein karibischer Rum aus 3 Regionen,
aus der französischen, aus der spanischen und aus der britischen Region. Also ein schöner Mix aus allen Facetten, die die Karibik hergibt. Und das, finde ich, spürt man hier auch. Und auch da ganz klar mein Ratschlag, den muss man getrunken haben, weil sonst kann man auch nicht darüber sprechen. Also auch hier wieder ein Trinkspruch, diesmal von W.C. Fields. Und der hat gesagt, jemand, der Scotch Whisky liebt, der kann kein schlechter Mensch sein. Also trinken wir auf uns, wir guten Menschen, mögen wir noch lange Spaß haben am Single Malt Scotch Whisky. Slange. Super angenehm. Wir haben die typischen Aromen wieder vorhanden. Wir haben aber hier wieder diese schönen Noten eben von dem Rum. So ein bisschen Toffee-Noten, ein bisschen Feigennoten. Die Vanille ist wieder ganz klar spürbar. Wir haben so ein bisschen würzige Noten mit dabei. Das Holz hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Also wirklich ein ganz, ganz toller Whisky, der wirklich auch zeigt, dass Rum keine schlechte Wahl ist im Bereich des Fassfinishings. Es gibt aber auch Abfüllungen, wo der Rum zu überdimensioniert ist oder zu feinfühlig ist, wo der Rum kaum irgendwo in Erwähnung kommt, geschmacklicher sei es. Also das ist wirklich schon eine Herausforderung, aber dadurch, dass wir schon das viele, viele, viele Jahre machen, auch durch David Stewart das sozusagen mit halt in unsere Wiege gelegt bekommen haben, ist es für uns mittlerweile Routine geworden, aber für uns ein sehr, sehr wichtiger Whisky. Ich mag ihn super gerne. Ist natürlich ein perfekter Whisky für ein Dessert, also gerade mit einer schönen Panna Cotta, ich esse mal gerne Mango, Maracuja Panna Cotta dazu, aber auch zu Schokolade passt das sehr, sehr gut. Zu einer schönen trockenen Zigarre würde ich das empfehlen, ganz einfach aus dem Grund, weil der Whisky schon genug Süße mitbringt. Da braucht man jetzt nicht noch irgendwo eine Zigarre, die noch eine zusätzliche Süße irgendwo vorweist. Die würde dann wieder zu einem 18 Jahre alten Glenfiddich passen, der jetzt nicht ganz so diese Süße halt mitbringt. Aber ganz, ganz tolles, geschmackliches Profil, was wir jetzt hier wiederfinden. Ein sehr, sehr schöner Whisky, auch vom Packaging her ganz, ganz toll gemacht. Die Flasche aktuell schaut so aus, ist halt im Endeffekt relativ ähnlich, so ein bisschen wurde was verändert, wie gesagt, die Flasche ist charakteristischer geworden, aber ansonsten, der Whisky macht einfach Lust auf mehr. Hier holen wir uns dieses karibische Feeling ganz klar in unsere eigenen vier Wände. Und apropos karibisches Feeling, wenn man nicht in Schottland ist, da wird man auch kein karibisches Feeling wiederfinden, aber man sollte unbedingt mal in dieses erste Warehouse Number One vordringen, weil dort ist halt die Brutstätte, dort ist die Produktionsstätte eben für den Glenfiddich 21 Jahre, dort lagern halt eben halt die Fässer, die wirklich 21 Jahre und älter sind, weil wir dürfen ja nicht vergessen, diese Whiskys oder diese Fässer mussten sich schon viel, viel Zeit aussetzen lassen, also der Angel Share hat schon deutlich gewirkt und deswegen ist es halt, wie eben schon erwähnt, auch wichtig, dass wir halt ein Warehouse haben, was Bedingungen liefert, dass wir so wenig wie möglich Verlust haben bei der Reifung. Ja, vier Whiskys. Wir sehen, wir sind gut in der Zeit und ich glaube, wir haben doch schon viel gesehen von der Destillerie. Was ich aber noch nicht gezeigt habe, wo ich kurz schon mal so ein bisschen drüber gesprochen habe, aber was ich jetzt noch nicht ganz hundertprozentig mitgeteilt habe, ist halt das Thema der Küferei. Es ist halt ein extrem wichtiges Thema, deswegen bekommt halt diese Kategorie auch nochmal so eine besondere Aufmerksamkeit innerhalb der Präsentation, weil 60-80% sind halt einfach verantwortlich von der, also, oder 60-80% von dem, was wir riechen und schmecken beim Whisky, kommt halt eben von der Fassreifung. Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass wir das Thema einfach nochmal so ein bisschen mehr begutachten, damit man halt auch in Zukunft vielleicht auch so ein bisschen die Aromatik und Hintergründe der Aromatik besser versteht. Verantwortlich für unsere Küferei, die hauseigene Küferei, was halt auch eine Seltenheit ist in Schottland, ist Ian MacDonald. Das ist der Herr hier, den man hier wunderbar in dem Bild sehen kann. Auch schon seit den 60er Jahren bei uns tätig und er kennt das Thema Holz und Fässer innen und auswendig. Er ist einfach Meister seines Fachs und
dazu natürlich auch eine Seele von Mensch. Also man kann sich sehr gut mit unterhalten. Auch das wieder ein ganz, ganz tolles Beispiel für familiengeführtes Unternehmen. Da ist jeder für jeden da. Und selbst ich, wenn ich ihn jetzt schreiben würde, er würde mir sofort zurückschreiben. Wir sind sehr gut befreundet. Und ich bin einer von vielen Brand-Ambassadoren. Und das sind halt Dinge, die man halt so wirklich nur in Unternehmen vorfindet, die dieses Familiengefühl zelebrieren. Hier nochmal so ein bisschen dieses Thema Fass nochmal bildlich dargestellt, auch schon heute mehrmals angesprochen. Auf der rechten Seite befindet sich die amerikanische Eiche, also Fässer aus amerikanischer Eiche. Das sind die Fässer, wo vorher mal der Bourbon Whisky drin gereift wurde. Links befinden sich die europäischen Eichenfässer, viel größer, 500 Liter vom Füllvolumen her. Da war vorher mal Oloroso Sherry drin. Nur was macht diese Fässer so unterschiedlich und warum verwenden wir beide? Wir verwenden in erster Linie immer Eiche, weil Eiche für uns wichtig ist aufgrund der Tatsache, sie ist sehr porös, hat eine schöne Atmungsaktivität, ist biegsam, ist sehr robust, fest, deswegen auch eine schöne Pilz- und Fäulnisresistenz. Und sie liefert uns extrem viele Aromen. Der wichtigste Punkt ist aber eben diese Porosität, weil wir wollen ja, dass im Endeffekt von außen Sauerstoff ins Holz kommt und den Whisky weiterentwickelt. Wir wollen aber auch, dass das Zillat in das Holz eindringen kann. Und je poröser das Ganze ist, umso einfacher hat es, das Destillat in das Holz vorzudringen und Aroma rauszuwaschen. Ist es jetzt zu porös, ist es auch wieder nicht gut, weil dann fängt das Holz an zu lecken. Also es muss halt immer irgendwo so ein Mittelweg sein und deswegen nutzen wir halt vorwiegend Fässer aus amerikanischer Eiche, weil die sind deutlich günstiger, die werden auch einfacher produziert, die können einfach gesägt werden. Europäische Eiche dagegen ist halt sehr porös und dadurch halt auch sehr, sehr aufwendig zu bearbeiten. Die kann man nur spalten, deswegen kriegt man aus so einer Eiche, die ja eh schon lange, viel, viel länger wächst als eine amerikanische Eiche, nur wenig Fässer heraus. Das macht die besonders teuer und deswegen anteilig 90-95% Fässer aus amerikanischer Eiche in der Verwendung, 5-10% Fässer aus europäischer Eiche in der Verwendung, in Gesamtschottland. Aromatisch liefern sie uns auch unterschiedliche Ergebnisse. Die amerikanische Eiche, die halt auch ausgebrannt wird, hat wenig Tannine, ist aber feiner von den Poren her, deswegen kann man da so ein bisschen nachhelfen, indem man das ausbrennt. Dadurch werden die Poren geöffnet, Destillat kommt einfacher, schneller ins Holz. Holzkohleschicht, gleichzeitig guter Filter und durchs Ausbrennen karamellisiert der im Holz befindliche Holzzucker und Karamell ist süße Geschmack und Farbe. Europäische Eiche sollte man nicht ausbrennen, kann man nur leicht austoasten. Warum? Hier ist auch Holzzucker drin, den wollen wir halt auch karamellisieren und das ist der einzige Grund, warum wir die Fässer austoasten. Also Porenvergrößerung brauchen wir hier nicht, weil die Poren sind eh bei der europäischen Eiche groß genug, also das ist im Endeffekt auch wieder nur Mittel zum Zweck. Wie gesagt, auch von den Aromen her, amerikanische Eiche liefert sehr, sehr feine Aromen, leichte Gewürze, weißer Pfeffer, Kokosnussaromen, wir haben Noten in Richtung Honig, wir haben Noten in Richtung Toffee, wir haben Vanillenoten, ganz klar, Nummer 1 bei der Aromatik. Europäische Eiche dagegen viel, viel kräftiger, deutlich mehr Tannine, Noten in Richtung Nuss, in Richtung Kaffee, Leder, Trockenfrüchte, Weihnachtsgewürze, also Nelke, Kardamom, also man merkt schon viel, viel kräftiger. Und wenn man so ein bisschen aufgepasst hat so in den letzten Minuten oder in der letzten halben Stunde, wir arbeiten ja immer mit beiden Fässern, weil amerikanische Eiche ist zu fein, europäische Eiche ist zu kräftig von den Aromaten. Arbeiten wir mit beiden zusammen, können wir von allen so ein bisschen was abgreifen und somit sind wir halt auch dann wieder in der Lage, ein sehr, sehr schönes, ausgewogenes Geschmackserlebnis zu erzeugen. Und das ist ja auch einer der Hintergedanken dabei, einen Whisky zu machen für jedermann. Wenn wir zu sehr in eine Ecke oder in die andere Ecke abdriften, ist das nicht mehr so einfach. Sind wir aber relativ mittig, sind wir genau auf dem richtigen Weg. Genau, hier nochmal so vielleicht auch spannend zu sehen. Hier haben wir in der Mitte diese sogenannte Red Layer. Bis hierhin, also diese rot-braune Linie hier, bis hierhin wurde das Holz aktiviert. Durchs Ausbrennen aktivieren wir das Holz und dann kann das Destillat halt bis zu dieser roten Linie vordringen und diesen Bereich hier komplett auslaugen, was Aromen, also sekundäre und primäre Aromen im Holz anbelangt. Ja, das nochmal so ein kleines Bild von ja, mehr oder weniger auch von dem Lagerhaus. Das ist nicht dieses typische Dunnage-Lagerhaus, also dieses klassische Steinlagerhaus, aber das ist halt auch ein gutes Lagerhaus. Hier sieht man im Vordergrund auch nochmal die Fässer, die verwenden, amerikanische Eichenfässer, europäische Eichenfässer. Hier hinten nochmal die Tanz, also diese Verheiratungsfässer, wo die Whiskys alle nochmal reingehen für ein paar Monate, um sich zu akklimatisieren. Ja, und dann sind wir auch schon beim letzten Whisky in der heutigen Verkostungsrunde und wir kommen jetzt zur sogenannten Experimental Series.
Auch das sollte für jeden irgendwo vielleicht schon mal ein Begriff sein. Also wir machen das jetzt seit 2015, 16, diese Experimental Series. Und hier geht es einfach darum, erwähnt habe ich schon, dass wir Familienunternehmen sind und das gibt uns halt Freiheiten, mutig zu sein, kreativ zu sein bei der Auswahl und Produktion unserer Whiskys. Und das ist halt für uns ein großer, großer Vorteil. Wir haben immer schon Altersangaben auf den Markt gebracht, 12, 15, 18, 21. Aber wie man unschwer erkannt hatte in den letzten Jahren, kamen immer mehr sogenannte Non-Age Statement Whiskys auf den Markt. Und wir wollten jetzt nicht einfach wie alle anderen oder wie viele sagen, okay, wir verzichten zukünftig auf diese Altersangaben, sondern wir haben gesagt, dann lass uns das parallel machen. Wir versuchen, ein neues Standbein irgendwo auf die Beine zu stellen und leben unsere Kreativität, die wir schon für ja immer irgendwo in unserer DNA haben, noch ein bisschen mehr aus. Und das machen wir jetzt anhand dieser Experimente-Series. Angefangen mit Experiment Nummer 1, das IP-Experiment, gefolgt von Project 20, das zweite Experiment, was wir heute auch verkosten werden, sofort dann auch. Dann kam eine limitierte Edition, Winterstorm. Das ist ein Whisky, der 21 Jahre in amerikanischer Eiche reift und danach nochmal in kanadischer Eisweinfässer sein Finishing erhält. Flasche aus Keramik, Keramikstopper, wirklich ganz, ganz limitiert. Genauso halt auch wie der kanadische Eiswein. Also demzufolge war von Anfang an klar, das wird halt auch wirklich ein limitiertes Produkt. Und das vierte aktuelle Produkt ist Fire and Cane, amerikanische Eiche Grundreifung, rauchig und nicht rauchig. Und dann nochmal in lateinamerikanische Rumfässer. Also alles Dinge, die es so im Whisky-Business vielleicht ähnlich gibt, aber noch nicht genau exakt so gibt. Und deswegen ganz klar auch Thema für unsere Experimente-Series, weil hier sind wirklich nur Whiskys dabei, die es so im Whisky-Business noch nicht gegeben hat. Und der Whisky, den ich Ihnen jetzt vorstelle, genau, gibt es von Glenfiddich einen puren, was ist das? Wichenfass-Whisky? Eigentlich soll das schon Eichenfass-Whisky heißen, denke ich mal. Also das ist ja im Endeffekt, alles ist Eiche. Und es gibt sicherlich auch, also ich denke mal, die Frage bezieht sich auf Single Cask. Also es gibt auch von Glenfiddich Single Cask Abfüllung, wo wirklich nur entweder amerikanische Eiche oder europäische Eiche, das kann man Fürstfüll sein, das kann man Refill-Fass sein, also ein Fässer, das was zum ersten Mal mit Glenfiddich befüllt wurde oder ein Fass, was schon mit Glenfiddich davor befüllt wurde und nochmal verwendet wurde. Solche Fässer gibt es, solche Spezialitäten gibt es, aber natürlich nicht in der breiten Masse wie vielleicht bei anderen Destillerien. Das haben wir auch noch nicht so großartig jetzt uns auf die Fahne geschrieben, weil die Nachfrage da noch nicht ganz so groß ist. Glenfiddich ist ja, wie gesagt, dieser Whisky mehr oder weniger für jedermann. Da geht es halt mehr um Trinkbarkeit weltweit. Aber wenn es der Markt für eben diese Single-Cask-Abfüllung stärker werden sollte, größer werden sollte, dann sind wir immer in der Lage, bei dem Vorkommen, wir haben ja knapp 1,1 Millionen gefüllte Fässer in unseren Lagerhäusern, auch ein Grund für familiengeführtes Unternehmen, sind wir in der Lage, solche Sachen auf den Markt zu bringen. Hier und da gibt es solche Whiskys schon, die sind meistens aber im höherpreisigen Bereich, weil sie deutlich älter sind, sind irgendwelche Vintage-Abfüllungen aus den 80er, 70er Jahren, vielleicht mal mitunter schon mal aus den 90er Jahren, aber auch da, aufgrund eben des Alters, sind diese Whiskys teilweise schon sportlich preislich. Aber ich denke, auch hier wird es zukünftig auch weitere Entwicklungsschritte geben. Und das sind dann wirklich halt Whiskys, die dann 100% aus dem einen oder dem anderen Fass dann auch als Einzelfass abgefüllt werden. Der Whisky ist aber mindestens genauso spannend, weil das ist ein Whisky, der auch so im Business noch nicht existiert. Und zwar Project 20. Und Project 20, da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Diesen Whisky habe ich mit kreiert. Und das ist eigentlich schon die Story hinter diesem Whisky. Hier arbeiten, deswegen auch der Name Project 20, 20 Brand Ambassadore aus der ganzen Welt haben diesen Whisky kreiert. Also die Grundrezeptur für diesen Whisky entstammt den 20 Brand Ambassadoren der ganzen Welt, die damals 2015 diesen Whisky erstmalig kreieren durften. Wie das zustande gekommen ist, schauen wir uns dann gleich an. Erstmal nehmen wir uns das Gläschen zur Hand und schauen uns das mal so ein bisschen näher an. Auch hier wieder, die Farbe ist etwas dunkler als bei den anderen Whiskys. Das liegt daran, weil wir hier auch wieder die europäische Eiche im Spiel haben und die ein bisschen mehr Farbintensität abgibt, weil das Verhältnis deutlich anders ist. Als wir diesen Whisky damals gemacht haben, haben diese 20 Brand Ambassadore eine Auswahl getroffen von 17 Bourbonfässer, 2 Sherryfässer und 1 Portweinfass. Das ist sozusagen die Grundrezeptur für diesen Project 20, wie auch jeder andere Whisky von uns eine Grundrezeptur hat und dieser Whisky dann immer wieder neu quasi gekreiert werden muss von unserem Maltmaster. Ist es halt auch bei dem der Fall. Grundrezeptur, wir verantwortlich,
alle weiteren Batches, die jetzt immer wieder auf den Markt kommen, dann natürlich verantwortlich oder in der Verantwortung von unserem Malt Master Brian Kinsman. So, probieren wir das leckere Tröpfchen auch mal zusammen, weil, wie gesagt, das ist für mich immer ganz, ganz besonders. Auch hier darf ein Trinkspruch nicht fehlen. Dieser Trinkspruch kommt nochmal von Oscar Wilde, gehen wir nochmal zurück, und er hat gesagt, das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand, das Außergewöhnliche ihren Wert. Und das ist wirklich was Außergewöhnliches, weil sowas gibt es noch nicht. So eine Ehre kriegt man selten, dass man einen Whisky für ein großes Unternehmen mit kreieren darf. Und deswegen ist das für mich eine Besonderheit. Vorsichtig genießen, 47 Volumenprozent, keine Filtration, auch eine Vorgabe, die wir so getroffen haben. Aber überzeugen Sie sich selbst, genießen Sie diesen fünften und letzten Whisky unseres Lineups. In diesem Sinne, ein letztes Mal auf Ihre gute Gesundheit, Slange. Ja, auch hier, ich sag mal, jeder hat ja noch ein bisschen was im Glas über, hat dann auch im Nachhinein noch ein bisschen Zeit, sich mit den Whiskys nochmal ein bisschen genauer zu beschäftigen. Aber hier auch ganz klar spürbar, der ist ein bisschen anders als alle anderen Whiskys davor, ist auch anders von der Zusammensetzung, ist eben halt auch ein Experiment, kein typischer Glenfiddich-Charakter oder Stil, den man so sich jetzt vorgestellt hätte. Aber trotzdem, der Destillerie-Charakter ist deutlich auch wieder zu finden. Mehr Kraft, keine Filtration, deswegen auch viel, viel mehr Intensität im Destillat, aber wirklich ganz, ganz schön angenehm zu trinken. Und natürlich kann man jetzt nicht mehr sagen, dass es immer noch die Zusammenstellung 17, 2 und 1 ist, also 17 Bourbon, 17 Ex-Bourbon, 2 Ex-Sherry und eine Export-Pipe. Brian hat jetzt die Aufgabe, das Aromaprofil nachzustellen. Wie er die Fässer auswählt, muss er selber entscheiden. Wichtig ist, dass er auf genau das gleiche Ergebnis kommt, wie wir damals die Festlegung getroffen haben. Und als wir das damals gemacht haben, das war unsere Gruppe. Hier vorne bin ich ganz gleich am Anfang. Das ist unsere Gruppe Europa gewesen. Also wir waren insgesamt 4 Gruppen, a 5 Personen. Und jeder musste innerhalb kurzer Zeit, also das heißt, wir hatten schon eine halbe Stunde Zeit, aber mussten in dem Warehouse hier hinter uns, Warehouse Number 2, mussten wir uns 5 Fässer rein optisch auswählen. Also wir wussten, wo das Fass liegt, wie das Fass ausschaut, wann es Fass abgefüllt wurde, was vorher drin war, Fassgröße, aber wussten nicht, wie das schmeckt. Und das haben wir dann im Nachhinein dann zusammen mit meinen Kollegen in einer Verkostung einfach mal alles sich uns angeschaut. Jeder für sich hat seine 5 ausgewählten Fässer verkostet und musste sich dann für sein Lieblingsfass entscheiden. Und hier sieht man mal diese ganzen Lieblingsfässer aller Brand Ambassadore. Das ist Etage 1, das ist Etage 2, oder anders, Erdgeschoss und das ist Obergeschoss. Ich hatte meins ganz oben in der Ecke. Das war eins der Fässer, die sehr, sehr schwer zu erreichen waren. Das lag daran, weil ich dem Warehouse-Man so eine kleine Aufgabe geben wollte, aber weit gefehlt. Der hat dann ein kleines Loch reingebohrt mit einem kleinen Holzbohrer, hat einen Schlauch reingemacht, hat es angesaugt, hat das abgefüllt für mich und fertig war meine Probe. Aber auf jeden Fall hat mich das fast am meisten überzeugt und genauso haben es meine Kollegen getan und demzufolge haben wir einen wunderbaren Whisky kreieren dürfen. Wie gesagt, eben der Zusammenstellung, die schon mehrmals erwähnt habe. Brian hat das Ganze natürlich fachmännisch dann abgesegnet. Er war gleich mit unserem ersten Ergebnis dann zufrieden mit unserer Vermählung. So sah das Ganze aus. Also man sieht schon hier, dass wir relativ viel zu tun hatten. Also jeder hatte so seine eigenen 5 Samples. Und jeder hatte, glaube ich, sogar noch mal Samples von anderen Kollegen gehabt. Also auch das war noch mal sehr, sehr spannend. Es könnten auch, wenn ich das jetzt sehe, gerade auch 6 Samples gewesen sein. Also das macht die Sachen nicht einfacher. Ist schon eine Weile her. Das war, wie gesagt, 2015. Aber wie man hier sehen kann, hatte schon ganz viel Spaß. Ich glaube, so viel haben wir noch nie getrunken gehabt. Und das sind alles Einzelfässer. Alle so im Altersdurchschnitt zwischen 11 und 21 Jahren circa alt. Und viele von den Brand Ambassadoren, die man hier sieht, sind heute gar nicht mehr tätig für uns. Sind nur noch, also Beständigkeit ist nach wie vor immer noch eine ziemliche Problematik, weil viele auch sich weiterentwickeln wollen. Aber es ist trotzdem immer eine Familie, egal wer dazu stößt, wird sofort als Familienmitglied aufgenommen und das macht die Sache extrem besonders. Hier nochmal so ein bisschen auch den Eindruck, den ich gerade schon erwähnt habe, nochmal so im Bildlichen dargestellt. Links unser Warehouse-Man Mike Dawson, auch eine Seele von Mensch, immer für einen Spaß zu haben. Rechts unser Global Ambassador, also mein Chef quasi in der Ambassador-Folge,
Struan Grant Ralph, auch ein toller Mensch. Und wie gesagt, wenn wir da sind, haben wir immer viel, viel Spaß und ja, zelebrieren jeden einzelnen Whisky. Und das ist auch das letzte Bild des heutigen Tastings. Und ich habe mir überlegt, wie kann man am besten so ein Tasting und vor allem gebührend abschließen. Und da passen natürlich diese drei Herrschaften wunderbar ins Bild, weil hier stehen weit über 150 Jahre an Expertise, an Erfahrung. Das sind Mitarbeiter, die sind alle ihr ganzes Leben schon für die Brennerei Glenfiddich zuständig oder tätig. Wir haben hier links, den haben wir heute auch schon gesehen, Dennis McBean angefangen. Da war er gerade mal 15. 1957 hat er angefangen, bei uns in der Destillerie zu arbeiten, mittlerweile immer noch Teil der Destillerie, arbeitet immer noch hier und da mit, ist die gute Seele der Destillerie. Hier rechts Ian McDonald, haben Sie auch schon kennengelernt, unser Küfermeister, unser Cooper, auch wie gesagt Ende der 60er Jahre angefangen, und in der Mitte David Stewart, Member of the British Empire, für sein Schaffen von der Queen, auch 2016 ausgezeichnet. Das bekommt nicht jeder, aber er hat so viel für den Whisky gemacht, fürs Whisky-Business gemacht, dass man ihm diese Ehre auf jeden Fall geben musste. Und er hat auch angefangen, ich glaube, wann hat er angefangen? 1962 hat er angefangen, in der Distillerie zu arbeiten, und 1974 wurde dann Maltmaster und ist immer noch Maltmaster für Balvenie. Und ja, das ist für mich aller Ehre wert, und deswegen passt dieses Bild wunderbar inmitten der Fässer mit einem guten Dram. Sie hatten heute die Gelegenheit, 5 gute Drams, 5 sehr, sehr gute, hochwertige Drams zu probieren. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere sie überzeugt hat als Lieblingswhisky. Wie gesagt, das kann heute so sein, morgen so sein. Mein Lieblingswhisky für mich heute beim Tasting, muss ich ganz ehrlich sagen, war ganz klar der erste Grand Cru, weil der mich, wie gesagt, immer wieder flasht. Und deswegen, ich denke, Sie werden auch eine schöne Auswahl getroffen haben. Sollten Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen jetzt natürlich auch noch zur Verfügung. Wie gesagt, auch für Unklarheiten bin ich da. Ansonsten hoffe ich, dass Sie halt einen schönen Abend hatten und die letzte Stunde oder die letzten 70 Minuten genauso genossen haben wie ich selbst. Vielen Dank. Vielen lieben Dank, Markus, an dich. Von meiner Seite ist immer wieder super spannend, was du erzählst. Ich lerne auch bei jedem Tasting viele neue Sachen wieder dazu. Und es ist ja natürlich, wie du sagst, es gibt Tage, da schmecken die Whiskys besser, und es gibt Tage, da schmecken die Whiskys ein bisschen weniger gut. Für mich war heute ein hervorragender Tag zum Whiskys degustieren. Und mir hat persönlich, ich denke, der 21-jährige Reserva Rum Cask Finish hat mir am besten gemundet. Und es läuft natürlich auch das Wasser im Mund zusammen, wenn du von einem Maracuja Mango Panna Cotta sprichst. Und dann muss ich demnächst unbedingt zubereiten oder essen gehen. Absolut. Sehr spannend. Ich würde sagen, wir warten noch ein paar Minuten. Es sind nicht so viele Fragen reingekommen. Wenn Sie noch Fragen haben jetzt, was wissen müssen, wollen von Markus, wir sind da. Ich hoffe, es ist noch ein bisschen Whisky in den Gläsern übrig. Ich habe noch ein bisschen was, also gut, ist nicht die Herausforderung, aber ich habe auch noch definitiv. Nachfüllen, ja. Genau, also wenn Sie irgendwie Fragen haben, was Sie interessieren könnte, vielleicht auch irgendwo dann vielleicht noch eine Frage über mich oder sowas oder zu meinen Lieblings-Whiskys noch allgemein oder sowas, fragen Sie gerne, jetzt haben Sie die Gelegenheit. Mich würde auch interessieren, Markus, du hast ja gesagt, Glenfiddich macht nicht wirklich viele Single-Cask-Abfüllungen. Es gibt ja die eine oder andere, die ich auch schon gesehen habe auf dem Markt, die, wie heißt sie, die Rare Casks beispielsweise, gab es so spezielle Abfüllungen, Einzelfassabfüllungen, immer 150, 160 Flaschen pro Fass, sind dann schwer erhältlich, gibt es auch nicht viel, sehe ich nicht viel, auch in Bars nicht. Genau, das hatte ich ja schon so kurz mal angedeutet. Also diese Rare Cask-Thematik, die ist bei Glenfiddich jetzt nicht so ausgeprägt wie vielleicht zum Beispiel bei The Balvenie, unserer zweiten Marke, oder diese Single Cask-Geschichte. Wir schauen natürlich immer mal wieder nach speziellen Whiskys, die irgendwo auch nochmal so ein bisschen genau das unterstreichen, was wir halt schon die über 130 Jahre jetzt vorleben. Und da gibt es halt doch hier und da immer mal ein paar schöne Fässer, kleine Schätzchen, die dann halt ausgewählt werden, und die werden halt dann nochmal explizit angepriesen, die werden halt dann wirklich für nicht zu einer breiten Masse zugänglich gemacht, sondern eher einer definierten Masse, und
es ist halt, es muss etwas Besonderes bleiben, weil es ist halt eine Einzelfassung. Das ist bei jedem anderen Investieren auch so und deswegen wird man nie jeden da glücklich machen können. Aber es wird auch vermutlich dann auch zukünftig auch wieder weitere Dinge geben, die man jetzt vielleicht noch gar nicht so kennt von Glenfiddich. Da sind wir dran. Wir entwickeln uns auch weiter. Und das Thema Rare Cask oder Single Cask, das wird halt immer ja allgegenwärtiger und deswegen muss man da halt irgendwann halt auch angreifen. Aber bis jetzt war, wie gesagt, die Nachfrage noch nicht ganz so da. Da hat das immer gereicht, wenn wir punktuell mal ein Vintage auf den Markt gebracht haben. Super. Wir sind auch gespannt, wann wir wieder nach Schottland reisen dürfen, natürlich. War auch eine lange Zeit jetzt schon nicht mehr dort. Und gibt es auch einige weitere Pläne? Du hast es kurz erwähnt, die Destillerie wird auch erweitert jetzt wieder. Die Kapazitäten werden nochmals erhöht. Was ist da noch in Planung, dass du... Genau, also die Erweiterung, sie ist natürlich im vollen Gange. Wir haben da jetzt unser Stillhouse ist halt fertig. Die anderen Bereiche sind halt auch soweit fertig. Wir haben eine neue Mühle bekommen, die halt eigentlich jetzt noch akribischer malt als die davor. Haben aber nach wie vor noch beide parallel laufen. Im Grunde genommen könnte es auch so sein, dass wir halt auch zukünftig auf eine umsteigen, weil die halt einfach eine große Menge halt an Malz halt auch malt für uns. Wir sind halt immer noch sehr nachhaltig unterwegs. Wir haben ja eine eigene Biogasanlage gebaut, wo wir in der Lage sind, halt unser Traf, also all das, was halt überbleibt beim Maischeprozess und natürlich auch in das Pot-Ehl, was im Pot-Still dann unten bei der ersten Destillation natürlich auch überbleibt, das wird dann in Pellets gepresst und wird dann halt in dieser Biogasanlage verfeuert. Und mit dieser Biogasanlage sind wir dann halt auch in der glücklichen Situation, dass wir alle unsere Brennereien damit mit Energie versorgen können und auch noch einen Großteil der Destillerie selber und sind halt auch in der Region einer der größten Energieproduzenten, was uns natürlich auch nochmal, denke ich mal, ganz gut zu Gesicht steht. Also auch da ist das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig, aber halt auch so dieses Traditionelle, was halt bleiben soll, ist für uns sehr, sehr wichtig. Also ganz, ganz viele Dinge, auf die wir halt achten müssen. Wir wollen nicht zu sehr weggehen von unserem typischen Vorgehensweise. Wir wollen aber auch ganz klar das Thema Premiumisierung vorantreiben. Das fängt halt auch mit der Flaschenoptik an. Das fängt mit neuen Produkten weiter. Also auch da wird es halt auch neue Dinge geben. Wie gesagt, die Korn-Serie ist ja jetzt gerade am Laufen. Die kommt jetzt dann halt dann auch offiziell dann nach Deutschland mit dem dritten Produkt. Ich glaube, in der Schweiz, wann habt ihr das dritte Produkt? Kriegt auch nächstes Jahr? Ja, das wird Ende März. Ist ja von Markt zu Markt immer unterschiedlich, je nachdem. Und durch Corona jetzt natürlich auch nochmal, wird sich das mit hier und da auch nochmal verschieben. Aber das ist ja auch der Plan. Dann die ganze Mietergeschichte, also die Whiskys, die wir ja sowieso schon haben, 30, 40, 50 Jahre zum Beispiel, die halt dann auch nochmal ein neues Packaging bekommen werden. Also da wird sich viel, viel nochmal verändern, sodass wir halt auch so ein bisschen dieses, auch teilweise so ein bisschen diese zwiespältige Betrachtung auch seitens der Whisky-Szene auch so ein bisschen immer mehr hinter uns lassen können. Und wir sind natürlich als Platzhirsch, und das kann man wirklich so sagen, sind wir natürlich immer irgendwo auch Gejagter viele mögen natürlich nicht irgendwo Destillerien, die so groß sind, aber ich denke auch heute wieder, gerade durch diese Präsentation, konnte man sehen, dass trotz Größe halt auch einfach so viel Tradition und so viel Whisky-Romantik dann noch im Spiel ist, wie man sich das normalerweise vielleicht gar nicht vorgestellt hat. Und deswegen sind solche Tastings so wichtig, dass man einfach mal so abgeholt wird, auch in die Welt von Glenfiddich-Whisky, weil wenn man jetzt das nicht sehen würde, dann würde man wahrscheinlich diese Meinung nach wie vor weiter in sich tragen. Hast du sehr schön gesagt. Es gibt ja auch einen Grund, warum Glenfiddich so groß ist, weil der Whisky halt auch extrem lecker ist. Und es lädt auch schon zum Träumen ein, wenn du erwähnst, die 30-jährigen, 40-jährigen, 50-jährigen Whiskys, welche wir nicht verkosten können, nicht jeden Tag verkosten können, aber die sich auch ganz, ganz spannende. Das ist ja immer so, Florian. Das hatten wir ja auch schon mal besprochen. Es ist ja so, wenn die Märkte sind unterschiedlich und wir sind natürlich immer bedacht, irgendwo jedem Markt gleichermaßen irgendwo gerecht zu werden. Aber es ist halt doch so, dass der eine Markt hat einen ganz anderen Anspruch im Vergleich zu einem anderen Markt. Und wenn ich da zum Beispiel den amerikanischen Markt sehe, der halt den Bourbon Whisky mit als
Competition mit auf im eigenen Segment hat. Und da muss man natürlich auch schauen, okay, welcher Malt Whisky könnte dieser Sache halt gut dienen. Und dann werden halt auch Whiskys auf den Markt gebracht, die dann halt exklusiv für Amerika sind oder exklusiv jetzt für Thailand oder Taiwan oder China auf den Markt kommen, weil dort der Markt natürlich sich anders entwickelt hat im Laufe der Jahre als zum Beispiel jetzt noch in Europa. Aber auch da wird es immer wieder Weiterentwicklungen geben. Auch da werden irgendwann auch die eigenen Produkte dann zu uns kommen, die dann halt woanders halt auch gern gesehen werden. Und das ist halt so ein Punkt, da muss man einfach ein bisschen, glaube ich, Geduld haben. Wir haben viele, viele Whiskys auf dem Markt und für dich ist da einer der Marken, die wirklich sehr genau darauf achtet, was sie auf den Markt bringen, aber halt auch sich gut und breit aufstellt, damit wirklich für jeden irgendwo halt was dabei ist. Und trotzdem ist noch Luft nach oben und da wird noch vieles kommen, weil ich weiß, was wir da noch liegen haben an Fässern, auch an Experimenten und da ist noch lange nicht der Zenit erreicht, ganz im Gegenteil. Sind wir sehr gespannt, natürlich. Ich denke, da sind auch keine weiteren Fragen. Nochmals herzlichen Dank, Markus, an dich und herzlichen Dank an die ganze Crew, das Team vom TopCC. War schön, dass wir das zusammen umsetzen konnten heute Abend. Ich denke, wir bedanken uns bei allen Zuschauern. Sehr schön, dass Sie hier waren, mit uns diese kleine Reise zur Destillerie von Glenfiddich zusammen mit Markus Heinze genießen konnten. Ich würde sagen, Markus, vielen Dank. Liebe Grüße nach Deutschland und ich hoffe, dass wir uns auch bald mal live wiedersehen, dass wir dich in der Schweiz begrüßen dürfen und hier persönlich. Würde ich mich sehr freuen, Florian. Also bleib gesund. Ja, allen noch einen schönen Abend, die noch dabei geblieben sind jetzt bei der Fragerunde und vielleicht sieht man sich irgendwann irgendwo einmal wieder. In diesem Sinne, ein letztes Mal auf die gute Gesundheit. Momentan brauchen wir es mehr als denn je. Slange. Cheers. Danke, schönen Abend. Ciao.